Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Upgrade. Vorweg möchten wir uns erstmal bei euch entschuldigen. Wir waren ja jetzt eine längere Zeit lang nicht zu sehen, haben euch nicht mit neuen Folgen versorgt, aber dafür haben wir uns andere Sachen besorgt. Ja, wir haben uns Gadgets gekauft, wir haben mit Jailbreaks gespielt und wir haben uns iPhone und iPad Apps gekauft und da kann man ganz gut eine Sendung drum rum machen. Ja, und auch aus einem anderen Grund sitzen wir hier im Darkroom, da das iPhone sich ein bisschen in großen Menschenmengen schämt mit der schlechten Antenne und sich daran gewöhnt hat, so Räume zu besichtigen mit Noppen an den Wänden, dachten wir, machen wir das einfach hier im Studio, damit es sich heimisch fühlt, damit es einfach die ganze Leistung zeigen kann. Normalerweise ist es ja auch immer in der Nähe von irgendwelchen schwarzen Turtlenecks. Ich habe einfach einen schwarzen Turtleneck von mir genommen, der war groß genug, dass wir die ganze Wand damit abhängen konnten. Und ja, deswegen sitzen wir jetzt hier im Darkroom. Unser normales Studio kommt bald auch wieder. Wir haben auf jeden Fall Apps angeschaut aus allen Bereichen. Es geht, wir haben kein Foto-App. Eine App kann Fotos machen. Gut, ja, das stimmt. Immerhin. Also wir haben uns alles Mögliche angeschaut. Und natürlich auch das wundervollste von allen Apps, einen Kalender. Natürlich. Tino liebt Kalender-Apps und wir gucken mal, wie lange er heute dafür braucht. Ich zeige euch jetzt meinen absoluten Favorite von Kalender-Apps. Es heißt Calendars, ist auch eigentlich relativ neu, jetzt aktuell verfügbar als Universal-Tool und kommt von der kleine Software-Schmiede Rattle. Man muss dazu sagen, es ist mit Abstand nicht die erste Kalender-Applikation, die wir ausprobiert haben. Wir haben sehr viel Geld in Kalender-Apps reingesteckt und das scheint wohl die beste zu sein, wenn sie vom Herrn Dr. Kalendermeister approved wurde. So ist es. Also was kann Calendars? Calendars hat zum einen vier verschiedene Ansichten. Eine Listenansicht, die vielleicht auf dem iPod jetzt nicht so besonders, auf dem iPad nicht so besonders schick ist, dafür wahnsinnig gut sich auf dem iPhone macht. Es gibt eine Tagesansicht, wo ich die unterschiedlichen Kalender auch in unterschiedlichen Farben sehen kann. Es gibt eine Wochenansicht, die je nachdem, wie ich es einstelle, den aktuellen Tag mir in einer größeren Ansicht darstellt oder halt eben nur den Montag. Und es gibt eine Monatsansicht, wo ich den aktuellen Monat und alle Termine direkt zu sehen bekomme. Wer sich jetzt fragt, für was brauche ich überhaupt eine Kalender-App? Das iPhone kommt doch oder das iPad kommt doch mit einem Kalender-App, muss ich sagen, ja, das stimmt natürlich, es kommt mit einem, nur wer das nicht mit einer direkten Connection, mit einer direkten Verbindung zu seinem iTunes synchronisieren will, der muss sich MobileMe leisten und MobileMe kostet der einzelne Account momentan 79 Euro. Das Ganze kann Google auch, aber schenkt uns das einfach für 0 Euro. Dazu kommt natürlich, dass die Kalender-Applikation, die Apple mitliefert, alles andere als für ein Medium-Power-User, sage ich jetzt mal vorsichtig, geeignet ist. Ja, die taugt halt eigentlich einfach nichts. Das lasse ich einfach so stehen. Also ich bleibe jetzt hier mal kurz in der Monatsübersicht. Ich habe hier oben links so einen kleinen Kalender als Auswahl. Wenn ich da drauf drücke, sehe ich hier meine unterschiedlichen Kalender, die dort zu finden sind. Ich kann jetzt direkt aktivieren. Ich mache jetzt hier mal To-Dos an, dann seht ihr, es wird direkt mit eingetragen. Und wenn ich jetzt sage, oh, wo bin ich denn heute? Ich sehe meinen aktuellen Tag mit einer anderen Farbe hinterlegt. Wenn ich jetzt hier weitergehe, einfach meine Woche, einen Monat vorspringen, dann habe ich auch diese nette Animation, kann jetzt hier auf Woche wechseln. Und wenn ich direkt zurückkommen will, habe ich rechts unten auch nochmal den aktuellen Tag angezeigt. Kann ich draufklicken und komme direkt zum aktuellen Tag zurück. Ich kann natürlich, wenn ich hier aufs Plus drücke, einen neuen Eintrag anlegen mit Datum. Ich kann den Kalender auswählen. Ich kann hier auch auf Wert drücken und was eintragen. Also wie im iCal beispielsweise auch. Genau, also das ist exakt genau die gleiche Anzeige, die man auch kennt. Ich kann auch Reminder hinzufügen. Das Schöne ist, ich kann auch hier mir direkt eine SMS schicken lassen, dass ich auch erinnert werde an mein Event. Was mir wahnsinnig gut gefällt an dem App ist zum einen, das ist das erste App, das einfach sich einfach echt, es ist einfach richtig gut aussieht. Ich die unterschiedlichen Kalender in der Farbe angezeigt bekomme, in der ich sie im Google eingerichtet habe. Und jetzt kommt der Oberwahnsinn, das was mich am iPad immer geärgert hat, wieso es nicht funktioniert. Ich kann hier einzelne Termine, wenn ich sie anklicke und kurz halte, kann ich sie einfach per Drag and Drop bewegen und an einen anderen Tag schieben. Wir sehen können, das wird es auch
dargestellt. Ich kann hier den Termin von unserem heutigen Recording auf Samstag verschieben. Und wenn ich jetzt sage, oh nee, Samstag ist doch nicht so gut, ich lasse doch lieber Freitag, kann ich hier direkt innerhalb der nächsten 10 Sekunden auf Undo klicken und es kommt zurück. Die meisten Applikationen müssen dann anschließend noch manuell synchronisiert werden. Das ist bei diesem App auch nicht so. Ich muss mich also eigentlich um nichts kümmern, da jede Änderung direkt erkannt wird und dann auch direkt über Google synchronisiert wird und natürlich dann auch direkt auf meinem, wenn ich das App auch auf dem iPhone benutze, direkt auf dem iPhone beim nächsten Start der Applikation mir rein synchronisiert wird. Sehr schön. Und die App kostet 5,49 €. Das ist jetzt nicht wenig, aber von der Kalender-App ist es auch nicht viel und man bekommt nicht nur die iPhone-App dafür. Genau, richtig. Es ist das iPhone. Die iPad-App, sorry. Das ist Universal. Also die erste Version war nur fürs iPhone. Vielleicht haben sich einige schon fürs iPhone gekauft. Und seit Anfang letzter Woche ist es eine Universal-App. Also funktioniert auf dem iPad und auf dem iPhone. Damit ihr kurz sehen könnt, wie sowas aussieht, schauen wir uns nochmal kurz das iPhone an. Das User-Interface ist eigentlich 1:1 dasselbe. Es ist ein bisschen kleiner. Die ganzen Funktionen funktionieren hier auch. Also ich habe auch Listenansicht, dicke Fingeransicht habe ich auch. Ich habe Tagesansicht, Wochenansicht. Also ich brauche mal nicht groß drüber reden, habt ihr alles gesehen. Und es funktioniert einfach genauso. Und so ist es einfach, seinen Kalender auf dem Rechner, den auf dem iPad und dem iPhone synchron zu halten. So ist es. Wo wir das iPhone schon mal in der Hand gehabt haben, Herr Basti, da hast du mir letztens erzählt, dass du ein absolutes App für dich gefunden hast, das dein Leben so viel leichter macht, da du jetzt endlich weißt, für welchen Schwachsinn du Geld ausgibst. Richtig. Also mein Problem ist, ich gebe für Quatsch Geld aus und weiß nicht genau für was und muss das ein bisschen nur mal mittracken, damit ich so eine Übersicht bekomme. Und dazu habe ich mir die App Expenditure gekauft von der Firma Shape. Und dieses App hilft mir dabei, so ein bisschen, ja, zu schauen, was ich so zwischendrin mal ausgebe. Also da gebe ich persönlich jetzt nicht meine Miete mit rein und solche Geschichten, sondern da sind so nur die Kleinigkeiten drin und Tanken und sowas. So, ich kaufe also was, angenommen, ich kaufe mir jetzt bei meinem Lieblings-Sandwich-Laden ein Sandwich-Menü, zahle 5,99 €, nein, nicht 59,99 €, so, zahle 5,99 €, hier oben kann ich auswählen, ob es ein Income oder ein Expense, also ein Income, eine Einnahme, eine Ausgabe ist, vielen Dank. Gebe also jetzt 5,99 €, gebe Expense ein, klicke OK. Wähle jetzt eine Kategorie aus, in dem Fall zum Beispiel Food. Klicke jetzt auf Done. Man hört es glaube ich noch nicht, es kommen auch tolle Töne. Ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich gehe jeden Freitag zu diesem Restaurant, ich mache das also Repeating, dass sich automatisch jeden Freitag das Geld hinzugefügt wird. Weißt du, wenn du deine Telefongebühr, deine... Zum Beispiel. Wie also, nennt man das? Vertragsgebühren für die Benutzung eines Mobiltelefons? Ah ja. Die Codegebühr. Genau. Oder wenn ich jetzt die Miete damit auch tracken würde, könnte ich jetzt sagen, okay, ich weiß, ich zahle jeden Monat x Euro für die Miete und ich kann aber auch gleichzeitig sagen, ich bekomme jeden Monat x Euro von meinem Arbeitgeber. Das heißt, das kann ich damit reinrechnen, wenn ich das dann mitrechnen möchte. Ich kann jetzt ein Foto machen, wenn ich jetzt irgendwas Größeres kaufe und dann nachher sehen möchte, was war das denn eigentlich. Ich auf Foto mache eins, kann auch eine Notiz anlegen. Schreibe jetzt was rein, macht natürlich jetzt bei größeren Ausgaben eigentlich nur Sinn. Und jetzt sage ich Save Transaction, ihr hört gleich den tollen Ton. Kaching. So, und schon haben wir eine neue Transaktion angelegt. Und jetzt sehe ich zum Beispiel schrecklicherweise, ich gebe sehr viel mehr Geld für Essen, also für Mittagspausenessen aus, als ich für meinen Tank im Auto verbrauche. Und das ist schon, schockiert mich so ein bisschen. Ich kann die Kategorien ändern, wenn ich da unten auf dieses Rad drücke, dann sage ich Kategorien verwalten und dann kann ich entweder neue Kategorien hinzufügen oder bestehende Kategorien löschen und so weiter und so fort. Dann kann ich zum Beispiel auch die Currency die Währung umstellen, wenn ich jetzt in der Schweiz wohne oder in Amerika oder in der Zeitzeugreise und in Österreich Schilling ausgebe, dann kann ich das natürlich auch machen. Ich könnte alles zurücksetzen, das lasse ich jetzt einfach mal. Ich kann auch eine Auflistung mir anzeigen lassen, zum Beispiel von den letzten Monaten und kann mir dann sagen, okay, ich habe mir hier was gekauft, Electronics 11 Euro, dann kommt es runter, macht einen schönen Sound wie so ein Drucker, ist das nicht toll? Kann jetzt da durchswipen, habe da jetzt leider kein Foto, ich glaube, ich habe aber eins mit Foto, Sekunde mal schnell. Nö, doch, hier. Ich habe eins mit Foto, zum Beispiel gucke ich mir das an. Da habe ich jetzt ein Foto gemacht von dem Eistee, den ich mir gekauft habe. Man kann jetzt also so nachvollziehen, wofür ich Geld ausgegeben habe.
es ist ein bisschen schockierend, wenn man das alles weiß, aber auf der anderen Seite, also für mich persönlich ist es gut zu wissen, dass ich weiß, wenn ich sparen möchte, wo ich sparen kann. Man muss natürlich auch sagen, also wir haben auch schon mehrere Ausgabe-Log-Applikationen benutzt und das Problem ist, die meisten sind wahnsinnig umfangreich. Also für den täglichen Gebrauch einer normalen Person einfach viel zu umfangreich. Das bietet sich eher an für Firmen oder für Leute, die wirklich verschieden viele Einnahmen haben mit wiederholenden. Und das Schöne an dieser Applikation ist eben, dass sie wirklich, sie hat diesen, die erstens hat sie diesen Aha-Effekt und sie hat diesen, ich komme sofort zurecht, ohne dass ich eine Diplomarbeit über diese Applikation durchlesen musste, benutzen kann. Sie brauchen also irgendwie 2 Sekunden zu starten, ich gebe den Betrag ein, drücke okay und das war's. Also ich muss da keine großen Gedanken machen, wie das alles funktioniert. Kostet 1,59, kann man dann gleich eintragen, dass man das ausgegeben hat und kann ich persönlich sehr empfehlen. Awesome. Macht uns auch eine Mac-App, die auch synchronisiert. Das war ganz großartig. Also wenn ich dann auch hinten auch irgendwelche Tabellen rausbekommen kann, um dann Spaß damit zu haben. Ja, und da ich mich heute um die ganze Synchronisation kümmere, schauen wir uns noch eine weitere Applikation auf dem iPad an, die es aber auch auf dem iPhone gibt. Das nennt sich OnePassword Pro. Warum Pro, erkläre ich euch gleich. Aber zunächst mal, was ist denn OnePassword überhaupt? Also das ist ein Passwort-Manager, also der gibt es auf Mac, ich weiß gar nicht, ich glaube, den gibt es inzwischen auch für Windows. Keine Ahnung. Wenn es für Windows gibt, habt ihr Windows-User Glück gehabt, wenn nicht, dann halt nicht. Ist ein Passwort-Manager für alle möglichen Dinge, also da der speichert meine Webseiten Passwörter über ein Plugin und hilft mir, sie wieder einzugeben. Ich kann da gesicherte Notizen ablegen und so weiter und so fort. Also alles, was halt irgendwie mit Software-Lizenzen, genau. Also alles, was man im Endeffekt nicht möchte, dass es jemand anderes in die Hände gefällt, kann man bei OnePassword abspeichern. Und das Schöne ist, wir müssen, wenn ich das zeige, noch mal kurz das iPad ausblenden, weil ich natürlich ein Passwort eingeben muss, das nicht jeder haben möchte. Also bitte kurz das iPad ausblenden, ja. Auf jeden Fall ist es so, dass man das Schöne bei ja, jetzt habe ich den Faden verloren. OnePassword? Ja, aber was war das Schöne? Das Schöne ist das Icon. So. Schöne was ich eigentlich sagen wollte, ist, warum benutzt man diese Applikation? Natürlich zum einen, weil die ganzen Daten an einem Ort im Endeffekt gespeichert werden und auch OnePassword hat schon mehrere Preise gewonnen dafür, dass es eine wahnsinnig sichere Verschlüsselung hat. Ja. Also es ist nahezu, ich lehne mich ein bisschen weit aus dem Fenster, fast unknackbar. Und das macht es natürlich wahnsinnig gut. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel bei macOS 10 das in den Schlüsselbund zu sichern. Der Nachteil da ist, in der Regel, wenn man das nicht anders einstellt, wird der Schlüsselbund mit dem Login-Passwort entschlüsselt. Und das möchte man vielleicht nicht. Und wenn man sich das jetzt über MobileMe synchronisiert, kommt man an die ganzen Daten trotzdem einfach hin. Allerdings hat man dann das Problem, dass man trotzdem keine Hilfe hat, sich bei irgendwelchen Webdiensten einzuloggen. Ja. Und genau dieses Problem umgeht OnePassword dann auf dem iPhone und iPad. Richtig. Also OnePassword gibt es auf dem Mac, das wissen wir jetzt. Das gibt es als iPhone und als iPad-App. Jetzt kommt der Wahnsinn, ja. Jetzt kommt der absolute Wahnsinn, darauf haben wir alle gewartet. Es ist immer so, man hat die Daten auf seinem Mac oder man ist unterwegs mit dem iPad, dann legt man ein neues Passwort an, jetzt können wir es einblenden. Man hat hier, wie ihr sehen könnt, habe ich hier meine ganzen Webseiten, die ich aufgerufen habe, schon mal einfach werden mir angezeigt und da sind natürlich auch meine Passwörter abgespeichert und das Schöne ist jetzt, wenn ihr jetzt hier sagt, was habe ich denn hier? Ich möchte gerne, wo ist denn Amazon? Amazon.de ist ja schön, da ist auch mein Name, ich kann mal reinklicken, das ist mein Login, dann habe ich hier die Information nochmal, genau, ich kann jetzt editieren, könnte mir jetzt das Passwort anzeigen lassen, das Ganze geht natürlich nicht, wenn ich es einfach starte, sondern man muss vorher sein Sicherheitspasswort eingeben und jetzt kann ich hier ganz einfach auf Amazon klicken, das Schöne ist, ihr öffnet jetzt hier auch einfach gleich die Webseite, also mit dem internen Browser, zeigt mir hier, zack, setzt das Passwort direkt ein und ich kann jetzt hier über den Sicherheitsserver mich direkt bei Amazon einloggen, bin jetzt eingeloggt und könnt jetzt was kaufen. Das Ganze macht natürlich Sinn, wenn man unterschiedliche Passwörter verwendet und da kommt auch wieder OnePassword ins Spiel, denn OnePassword hat eine Fähigkeit, wenn ich mich wo neu einlogge, also ein neues Login anlege,
gibt es eine Funktion, wo ich mir ein Passwort generieren kann. Und so habe ich für jede Webseite ein eigenes Passwort, eigenständiges, muss mir aber trotzdem selber nur eins merken. Und das hat natürlich den Vorteil, dass sollte mal ein Passwort dummerweise von einem Hacker geknackt werden, kommt er trotzdem nicht überall anders ran. Genau. Das heißt, ich kann auch mir für Webseiten 20-stellige Passwörter anlegen, fahre damit extrem sicher. Und wie gesagt, hab ein Standardpasswort im Zweifel, das halt sicher genug ist und muss mir keine Sorgen mehr machen. Genau. Jetzt kommen wir zu, also die Applikation an sich ist jetzt nicht die schönste auf dieser Welt, es geht hier um die Funktionalität. Wir kommen jetzt zurück zu Settings und jetzt kommt das, was Pro endlich Pro macht. Wir haben lange Zeit überlegt, das war immer so, man hat 1Password auf dem Mac und man synchronisiert dann die Daten, indem man die einzelnen Geräte übers WLAN-Netzwerk mit dem Mac paart und dann erkennen sie sich und dann werden die Daten hin und her geschickt. Das ist natürlich soweit ganz cool, nur es löst mein Problem nicht, dass ich, wenn ich unterwegs bin, jetzt ein neues Passwort anlege, zu Hause nicht jedes Mal einfach immer dran denke, jedes Mal das App zu starten, um dann zu synchronisieren. Und das geht wahrscheinlich jedem so. Das hat sich wohl 1Password auch gedacht. Und jetzt ab dieser Version gibt es endlich ein Dropbox-Sync. Olle. Wer Dropbox noch nicht kennt, es gibt da, vor kurzem habe ich dazu eine Show aufgezeichnet in Bitnapping TV. Wir werden das mit Sicherheit nochmal in Digital Upgrade auch nachreichen. Wir hatten nur leider jetzt die Zeit nicht. Was in kurzen Sätzen, was macht Dropbox? Also im Kurzen ist es so, man kann zwischen verschiedenen Rechnern und einem Cloud-Server einen Ordner synchronisieren. Und das heißt, wenn ich auf dem einen Rechner eine Datei verändere, dann dauert es wenige Sekunden. Und auf dem zweiten Rechner und in der Cloud sind die Daten aktuell. Und ich kann somit natürlich mir da ein verschlüsseltes Datenbankfile hinlegen und dann darauf zugreifen. Und genau das kann 1Password in dem Fall dann auch. Das heißt, 1Password auf meinem Mac beispielsweise speichert seine Daten auf der Dropbox. Ich lege auf dem Mac ein neues Passwort an. Er synchronisiert das zur Dropbox. Und das nächste Mal, wenn ich hier das Ding aufmache, synchronisiert die iPad-App wieder mit der Dropbox und ich habe das neue Passwort sofort auf dem iPad. Und das erleichtert natürlich einem das tägliche Leben im Internet sehr, vor allem wenn man unterwegs mal schnell was einkaufen will, aber eben nicht immer das Passwort weiß. Mhm. So hat man seine Passwörter immer mit dabei und kann immer sicher im Internet surfen. Und das Schöne ist, es kann auch kein anderer klauen, denn er muss das Master-Passwort kennen. Das Problem bei 1Password für mich war früher immer, es ist ja schön und gut, wenn mir das 20-stellige Passwort da generiert, aber irgendwann sitze ich an einem fremden Rechner und weiß das Passwort nicht. Genau. Und das Problem habe ich jetzt nicht. Ich nehme mein iPhone aus der Tasche, weil die App funktioniert auch auf dem iPhone, kann das Passwort nachschauen und kann das dann dort eintippen und habe damit plötzlich kein Problem mehr, weil ich ja auch immer die aktuellen Passwörter mit bei mir auf dem iPhone dabei habe. Ja, also absolut zu empfehlen, ist allerdings keins der billigsten Apps auf dem iPhone, iPad, kostet derzeit 11,99 €. Man muss natürlich überlegen, das Schöne ist jetzt auch für Windows-User, die können jetzt trotzdem 1Password benutzen, auch wenn es sollte es nicht geben, oder Unix-Benutzer, die können jetzt über die Dropbox ihre ganzen Passwörter synchronisieren zwischen iPad und iPhone. Für alle anderen macht es natürlich mehr Sinn, das in Kombination mit 1Password zu kaufen. Aber die 11,99 € ist es auf jeden Fall wert. Auf jeden Fall. Also kann ich nur empfehlen. Und ich schaue gerade noch nach, ob es jetzt 1Password für Windows gibt oder nicht. Dass wir hier jetzt 1Password Windows. Also ich finde auf jeden Fall was dazu. Das heißt aber iPassword. Das heißt iPassword. Ich habe auch iPassword eingegeben. Ja. Für ihr findet es. Wir reichen das nach. Ja. Ja, das nächste, was wir euch zeigen wollen, das ist wohl auch in aller Munde seit zwei Wochen jetzt, das ungefähr, ist ja. Die Innovation des Internets, Nachrichtenaufbereitung 3.0, so weit gehe ich schon, was noch nie da gewesen und wie heißt es? Es heißt Flipboard und es ist ziemlich abgefahren, ich mache das mal auf. So, da werden wir normalerweise begrüßt von einem Bild, in dem Fall jetzt werden wir nicht von einem Bild begrüßt, jetzt, hier kommt eins. Muss ja wissen, das werden die Daten, wenn der ist, draufgeladen. Na gut. Lass ich so gelten. Das ist jetzt noch nicht so spektakulär, aber ich kann jetzt hier umblättern. Jetzt pass mal auf, hier. Flip, hallo. Ja, hat funktioniert. So, er hat jetzt umgeblättert, wie bei einem Buch. Die Seite umgeblättert. Und es wäre... Komm, mach's nochmal. Oh, komm, ich mach nochmal zurück. Und nochmal vor. Oh, ist das schön. Und nochmal zurück und nochmal vor. Ist das nicht toll? Ja, wirklich aber toll. Ihr seht das gleich noch viel mehr. Ich kann mir jetzt hier verschiedene Kanäle einfügen. Und hier ist zum Beispiel jetzt schon Facebook verbunden. Hier ist Twitter verbunden. Also dein Facebook-Account, dein Twitter-Account, weil es jetzt dein iPad ist, und verschiedene andere Kanäle. Also
ich drücke mal auf Add a Section. Flipboard bietet uns da verschiedene Kanäle an. Die sind halt, das sind vor ein bisschen redaktionell aufbereitete Kanäle. Zum Beispiel finde ich jetzt hier in Gadget, hast du das schon? In Gadget habe ich, glaube ich, noch nicht. Sehr gut. Mache ich jetzt mal in Gadget hinzu. Das heißt, ich finde jetzt hier den einen Kanal von Engadget. Ich schaue mir das jetzt einfach nur mal so an, wie sowas denn aussieht. Was Flipboard im Endeffekt macht, ist, bereitet den Feed von Engadget so auf, dass man ihn angenehm lesen kann, wenn Bilder mit drin sind in so einem Artikel. Wenn diese Bilder hier angezeigt, ich kann jetzt also mal weiterblättern und jetzt sage ich, Mensch, hier ist irgendwas Tolles über irgendein Telefon, das man drehen kann, drücke ich mal drauf, wird es mir größer angezeigt und jetzt sagt er, okay, bla, das erzählt mir halt irgendwas. Ich sehe automatisch auch noch gleich Twitter-Replies davon und kann mir das Ganze jetzt auch mal auf dem Web angucken. Drücke ich also mal drauf, weil hier ist das Ganze nur eine verkürzte Vision. Das bedeutet natürlich auch für Firmen wie Engadget oder angenommen, wir wären jetzt damit drin, es ist kein Problem. Es ist nicht so, dass jetzt da Werbeeinnahmen verloren gehen, weil sobald ich den kompletten Artikel lesen will, muss ich auf die Webseite gehen und sehe hier auch diesen ganzen Werbeschmonzes, den ich zwar eigentlich nicht sehen will, aber den sicher Engadget gerne hat, dass ich ihn sehe. Jetzt kann ich mir das genau angucken. Wenn ich fertig bin, drücke ich auf Close. Schließt diesen Artikel, muss ich aber nicht, ich kann auch einfach hier durchswipen und dann einfach von einem Artikel zum nächsten gehen. Was es allerdings noch viel, viel more awesome macht, viel, viel cooler, großartiger, ist diese Facebook- und Twitter-Integration, von der ich anfangs gesprochen habe. Ich klicke jetzt mal beispielsweise auf Twitter und da wird mir jetzt mein Twitter-Stream der letzten Stunden aufbereitet wie ein Magazin. Ich sehe jetzt zum Beispiel, hier hat jemand ein Bild gepostet, das kann ich mir jetzt angucken, könnte ich mir jetzt auch im Web anschauen. Hier Artikel, die verlinkt wurden, werden hier als kurze Artikel angezeigt. Es ist also tatsächlich, was keine Artikel im Endeffekt sind, fällt so ein bisschen raus, es sei denn, man braucht ein bisschen Füll-Content, dann, es passiert schon mal, dass da einfach ein Tweet drinsteht, das ist auch völlig in Ordnung. Allerdings kriege ich halt die Informationen, die jetzt per Links von meiner Peer Group, wie man so schön sagt, mir mitgeteilt werden, die kann ich jetzt alle ganz einfach, auf die kann ich ganz einfach zugreifen und kann mir die dann durchlesen und dasselbe funktioniert halt genauso mit Facebook. Und so ist es viel einfacher, sag ich mal, die letzten 24 Stunden Twitter aufzuholen und zwar nur die Informationen, die wirklich wichtig sind. Da sind natürlich solche Sachen wie Will Pizza vielleicht auch mit drin, wie man da unten sehen kann, aber vielleicht ist das ja wichtig. Ja, total. Was auch wahnsinnig cool ist, also wenn du nochmal irgendeinen Artikel aufmachst, ja, dass du also zum einen die Twitter-Integration hast und du kannst aber auch, wenn du jetzt hier einen Artikel aufgemacht hast, hast du hier oben diesen Knopf, kannst es direkt auch bei Twitter retweeten, weil manche Leute, ist es ja, das Prinzip Twitter ist ja eigentlich so, dass man Informationen aus den Leuten, die man verfolgt, rausnimmt, sie für sich selber für wichtig empfindet und sie dann mit den Leuten, die einem folgen, auch zur Verfügung stellt. Das heißt, das ist jetzt besonders wichtig. Ich kann jetzt hier direkt auf Retweet und Twitter sagen, drück dann auf Retweet und jetzt retweete ich es, jetzt kriegen wieder alle Leute diese Informationen mit und wenn sie jetzt Flipboard benutzen und mir folgen, dann haben sie die Chance, das auch zu sehen. Also das schlägt so ein bisschen die Kurve von Twitter zu News-Verarbeitung zum Social Media. Mhm. Das ist, ich finde es wahnsinnig großartig. Es gibt zusätzlich noch die Funktion, dass man dann Favorite draus machen kann. Ich drücke also auf Favorite. Es wird also gefavoritet und ich kann es später auch nochmal finden, wenn ich drauf drücke. Dasselbe funktioniert auch bei Facebook. Wenn ich jetzt sage, alles klar, ich finde hier irgendwas, was besonders toll ist. Hier habe ich, glaube ich, gerade dieses unsägliche Nein-Mann-Video gefunden. Kann ich jetzt sagen, ich like das on Facebook. Und tut mir sehr leid, dass du das jetzt geliked hast. Danke. Aber, Schon habe ich da diesen Like-Knopf praktisch gedrückt, ohne mich an der Facebook-Seite einloggen zu müssen. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Wenn man es mal 2 Minuten benutzt hat, kapiert man sofort, warum Flipboard einfach das Großartigste ist. Auf jeden Fall. Was schön ist, Flipboard ist auch kostenlos. Also derzeit ist es so, es ist wohl kostenlos. Wir wissen nicht, was passiert mit Flipboard. Das ist wirklich momentan, ich glaube, jeder Nachrichtenkanal, also was mich mit Internetmedien beschäftigt, hat einen Bericht über Flipboard gebracht. Es ist momentan kostenlos. Das Einzige, was man braucht einen Account, den man beim Flipboard, also man muss
es läuft so, man hat die Accounts über Facebook und bei Twitter, es läuft aber alles über den Flipboard-Server und um dort registriert zu werden, muss man einen Flipboard-Account anlegen. Genau, das läuft momentan, die zum Beispiel Facebook- und Twitter-Integration läuft momentan noch invite-only, das heißt, man fragt es an, geht aber in der Regel sehr, sehr schnell. Die sind momentan einfach ein bisschen damit beschäftigt, den nicht so hoch erwarteten Ansturm zu bewältigen und deswegen dauert das im Zweifel ein bisschen. Und wenn man nett fragt oder seine Begeisterung für diese Applikation in sozialen Medien kundgibt, dann hat man ab und an auch die Chance, schon mal 3 Tage früher einen Account zu bekommen. Genau. Was Sie außerdem gesagt haben, Sie arbeiten so ein bisschen dran, dass das Ganze ein bisschen intelligenter wird. Man hat vorhin schon gesehen, man kann Artikel verstecken. Ich vermute jetzt einfach mal, dass da in Zukunft solche Dinge kommen, dass das personalisierter wird, dass er halt lernt, was ich gerne mag. So ein bisschen wie bei Last.fm mit den Songs. Genau. Und dass ich keine Duplikate habe. Es kann natürlich sein, dass wenn jemand was twittert, was auch gleichzeitig bei Engadget ist, dass ich das gleichzeitig bei Engadget sehe und natürlich in meinem Twitter-Stream. Okay. Aber das ist halt so. Was mir jetzt noch fehlen würde, dass ich RSS-Feeds da einbauen könnte, so würde ich RSS noch viel lieber lesen. Aber im Großen und Ganzen für mich der Augenöffner für das iPad, also der wirkliche Augenöffner, warum das iPad jetzt und auch in Zukunft so wahnsinnig abgefahren ist. Ja, cooles App. Ja. So viel zum Thema iPad. Ja, jetzt kommt ganz was anderes. Wir gehen weg vom Lesen, wir gehen raus in die Natur, wir schauen uns ein bisschen um und reisen digital von einem Ort zum anderen. Von einer Metropole zur anderen. Das App heißt Metropolis. Es ist eine absolute Spielerei. Da hätten wir drüber nachdenken sollen. Aber ihr könnt es ja wahrscheinlich jetzt auch richtig sehen. Das Lustige ist, Metropolis funktioniert mit dem GPS und mit dem integrierten Kompass. Und ich kann mich jetzt hier drin live drehen und wie ihr sehen könnt, zeigt ihr mir, wo sind die nächsten großen Städte und dann sehe ich da, oh, London, wenn ich da lang laufe, dann sind das 2537 Kilometer, das ist perfekt, London ist super. Drücke ich jetzt mal drauf, ich möchte nach London, dann sehe ich hier, wo ist London, ganz großartig, kann mir direkt den Wiki-Artikel dazu anschauen, was das Coole an London ist, kann wieder zurückgehen. Dann drehe ich wieder nach London, das wäre so traurig. Und ich kann jetzt hier auch einfach auf den Pfeil drücken. Und dann oben auf das Flugzeug. Einfach oben auf das Flugzeug. Und dann bin ich jetzt wirklich hier vom Standort weg nach London und kann mich jetzt wieder drehen und sehe jetzt, wo sind die nächsten großen Städte hier im Umkreis. Es ist sozusagen wie wenn ich jetzt in London wäre, kann ich jetzt hier schauen, wo sind die nächsten großen Städte. Barcelona ist also so weit weg, aber vielleicht. Wenn da jetzt noch was nichts in der Nähe ist, wie man hier zum Beispiel sieht. Kann ich hier noch auf weiter weggehen, dann kriege ich hier neue Städte und ich kann natürlich auch, ich kann mir jetzt auch einfach kleine Sachen im Umkreis anzeigen lassen. Weil manchmal ist es ja so, dass man sagt, ich bin jetzt hier, zum Beispiel, komme jetzt hier in so einem kleinen Kaff im Allgäu an und denke mir, Mensch, hier ist ja alles doof, nur Kühe und grünes Gras und wo sind dann die Berge? Und das sagt dir dann dieses coole App. Ich kann auch noch was suchen, also wenn ich jetzt einfach auf die Suche gehe, dann kann ich dort irgendwie. Gehe ich jetzt ein, Kempten. Dass wir das mal live nachvollziehen können. Also ich sehe schon an unserem Operator, dass man den Kopf gerade so ein bisschen drehen muss. Das Problem ist einfach nur, dann hätte ich das Ding jetzt einfach vom Gesicht und das geht so nicht. Genau, und jetzt, also. Ich habe es einfach versagt. Mal ganz im Ernst, braucht man die App? Diese App braucht man eigentlich überhaupt nicht. Aber es ist wunderbar und es benutzt alle neuen Technologien. Und sie ist einfach schön. Also das muss man. Auf dem iPhone 4 sieht es auch, also da ist schon Retina drüber gegossen worden. Deswegen gehen sie auch auf dem Retina-Display ganz toll. Sieht wahnsinnig toll aus. Was sie einem vermittelt allerdings, also ein bisschen Bildungsauftrag klemmt da schon dahinter. Man kriegt so ein bisschen die Connection, wo Städte sind. Wie weit was voneinander entfernt ist und in welcher Himmelsrichtung sowas ist. Also wer da so ein bisschen interessiert ist und auch mal ein bisschen lesen will, also es ist auch noch eine schöne Wikipedia-Ansicht dabei, lohnt sich auf jeden Fall. Allein schon wegen der Spielerei und es gibt man kann dort auch den Metropolis finden. Sucht ihn mal. Das ist ein bisschen schwierig. Also auf Glück, mit Glück. Ja, mit Glück ist es immer ein bisschen schwierig, aber irgendwann taucht er mal auf. Die App kostet? Die App kostet 1,59 €, nachdem ich gespickt habe. Natürlich im App Store. Sie ist von den Munich Apps, das ist das, also sag ich mal, Freunde von uns und
eine Münchner Software-Schmiede, der, man muss natürlich den lokalen App-Entwickler schon ein bisschen unterstützen, gell? Und also es ist wirklich großer Spaß. Können wir empfehlen. Punkt. Ja. Ja. Das war's von dieser Sendung. Wir haben euch jetzt heute mal wieder ein paar Apps gezeigt. Drei auf dem iPad, zwei auf dem iPhone, wobei eigentlich nur ein echtes iPad-App dabei war. Schaut sie an. Was natürlich auch noch wichtig ist, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ratet uns doch bitte in iTunes. Das bringt uns Ruhm und Anerkennung. Ja. Und freut uns natürlich richtig. Und wenn ihr uns noch unterstützen wollt, dann, falls ihr eine von diesen Apps kaufen wollt, geht bitte auf unsere Website in die Shownotes. Und wir haben Links in den App Store, da kriegen wir wieder ein paar Cent ab. Die Apps kosten euch nicht mehr. Und Apple bezahlt uns, ja, wie gesagt, ein paar Cent pro App. Und wenn ihr jede App einfach 2 Millionen Mal kauft, dann sind wir wieder reich und berühmt. Zu Weltklasse. Super. Weißt du noch nicht genau, wie wir damit berühmt werden? Naja, gut. Ruhm kann man sich ja kaufen. Das ist der Zirkelschluss. Ha, nicht schlecht. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts. Leider ist das Banner weg. Ja, also deswegen, damit sind wir auch durch und das war mal wieder Digital Upgrade und ihr wurdet abgegradet. Yeah. Und da läuft der Abspann. Wunderbar. Das ist wunderbar. Ach ja. Ah ja, übrigens, was wir noch sagen können, wer sein iPad jailbreakt, der sollte nicht auf 3.2.1 upgraden, denn da funktioniert es momentan nicht. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen gefixt haben, also bei mir crasht auf jeden Fall jedes Mal das komplette iPad. Und was auch noch wichtig ist, wer den Display sich anzeigen lassen will, der kann dafür eine Applikation im Cydia Store kaufen. Mhm, und dann geht es mit diesem VGA-Eumel und es ist, wie ihr sehen konntet, echt toll. Und es stürzt auch nie ab. Ja, richtig. Und jetzt gehen wir essen. Die Show gibt's bald. Ihr habt sie ja gerade gesehen. Ja, sie gibt's bald, wenn ihr wieder zurückspult, dann gibt's sie sofort wieder. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Sehr schön.